Ich stelle mir vor, jemand sieht mich von oben. Aber niemand sieht mich. Dabei liege ich so malerisch. Das glaube ich. Und ich fühle mich so wohl und so tot. Und wie ein aufgestauter Fluss, über den in der Nacht immer wieder einmal der Wind geht. Verrückt sein heißt ja auch nur, dass man verrückt ist und nicht bescheuert. Weil es viele Leute denken, dass die super komplett bescheuert sind, die Verrückten. Nur weil sie so komisch rumlaufen und schreien und auf den Gehweg kacken. Und was nicht alles. Und das ist ja auch so. Aber so fühlt es sich nicht an. Jedenfalls nicht von innen. Jedenfalls nicht immer. Es macht einem nur wahnsinnig Angst, wenn man merkt, dass man gerade auf den Gehweg kackt und weiß, dass das nicht üblich ist und dass sowas nur Leute machen, die verrückt sind. Und diese Angst macht, dass es einem auch wieder ganz gleichgültig ist, was die anderen denken. Ob die jetzt gucken oder nicht. Weil man in dem Moment wirklich andere Probleme hat. Und mein Problem war eben, dass ich langsam wieder verrückt wurde. Thank you.
tanzen und zittern und kommen zur Ruhe. Regulus steht im Westen. Später steht Arthur im Westen. Dann Gemma, M13 und Vega. Ich versuche zu schlafen und kann es nicht. Ich versuche weiterzukommen und kann es nicht. Ich konzentriere mich auf die Sachlage und komme zu dem Ergebnis, dass ich Hunger habe. Ich nehme einen Stein und einen Stock und stolpere in das Dorf, das hinter einem Wald war und jetzt vor mir liegt. Es gibt zwei kleine Geschäfte. Beim Größeren schmeiße ich den Stein durch die Scheibe und schlage mit dem Stock die Splitter aus dem Rahmen. Trotzdem schneide ich mir mein Beintier an die Fußsohlen auf. An der Kasse greife ich eine große Tüte mit Häkeln und packe blind alles hinein. Auf der Straße kann ich vor Schmerz kaum laufen. In zwei Fenstern ist Licht angegangen. Ich renne in die Felder zurück, mir ist übel. Ich reiße eine Packung Schokoladenblitz auf und trinke einen halben Liter Selter. Nach einer Weile verschwindet die Übelkeit und ich schlafe ein. Ich habe schon immer im Freien übernachtet. Einmal brachte mein Vater ein Zelt mit nach Hause. Es war nicht mein Geburtstag. Es war auch nicht Weihnachten. Es war einfach so. Billiges Zelt von Aldi, der Stoff, gelbe Lila. Ich habe mit meinem Vater das Zelt im Garten aufgebaut. Und dann haben wir darin übernachtet. Das war schön. Ich bin in den Schlafsack meines Vaters gekrochen. Da war es warm und ich war geborgen. Er hat gesagt, dass ich niemals Angst haben muss im Leben. Und dann kam meine Mutter und hat uns zwei Schälchen mit Nüssen hingestellt. Und wir haben die Nüsse gegessen. Das war das Größte. Und wir haben den Reißverschluss hochgezogen und den Mückenschutz geschlossen. Dann wurde es dunkel. Mein Vater hat seinen Arm um mich gelegt. Und ich habe meinen Arm um seinen mächtigen Brustkorb gelegt. Das war vor 5 oder 6 Jahren. Danach habe ich fast jede Nacht draußen geschlafen. Das habe ich mir nicht eingebildet. Dafür gibt es auch Beweise. Und seitdem gibt es zwei Jungen. Die dunkle und die andere. Das ist jedenfalls meine Meinung. Und ich muss wohl nicht dazu sagen, dass die Ärzte anderer Meinung sind. Ich sehe den Wolken hinterher und untersuche meine Fußsohlen. Die Schnitte sind nicht so tief, wie ich gedacht habe. Aber sie tun noch weh und haben stark geblutet. Weil ich das Mineralwasser ausgetrunken habe, wasche ich Blut und Dreck mit Fanta von den Füßen und beschließe, den Tag hier lange liegen zu bleiben, bis zur Nacht. Ich habe noch mehr Schokoladenblitz und Marmelade und Nutella und Knäcke und Snickers und Erdnussclips. Ich werde ganz klar im Kopf. Morgen nicht klar. Universum hier, Isa hier, alles, wo es hingehört. Ich denke nicht nach, ich schlafe, ich gehe weiter. Musik.
Ich sehe einen Wald, aus dem vier hohe Masten aufragen über die Baumhöfe. Am Waldrand steht eine kleine Hütte, die Teil eines Wanderwegs ist, wie drei eingekastelte Zeichen verraten. Ein schwarzer Gedankenstrich, eine gelbe Schlange, ein rotes Teil. Mein Name. Und plötzlich fange ich an, wie vollkommen irre zu rennen. Ich sehe mich um und ich weiß nicht, ob ich renne, weil ich Angst habe, oder ob ich Angst habe, weil ich renne, aber ich renne und höre erst dann auf, als der Wald zu Ende ist. Ich sehe Lichter am Horizont und erreiche ein Dorf. Lange stehe ich an einem Zaun und betrachte durch ein breites Wohnzimmerfenster ein grün-blaues Aquarium, hinter dem eine vierköpfige Familie zu Abend ist. Ich zähle 11 Fische, 2 große graue und 9 kleine rote. Es gibt so eine Art Playmobil-Schloss unten im Wasser, durch das die kleinen Hunden gerne schwimmen. Auf der anderen Straßenseite ist ein Friedhof. Ich gehe zwischen Gräbern umher. Auf 2 Grabsteinen liegen Kiesel. Mir scheinen Kinder haben sie dahin gelegt. Ich fege sie im Vorbeigehen weg. Dann sehe ich, dass auf ganz vielen Grabsteinen Kiesel liegen. Vor allem bleiben stehen. Das Grab ist ungepflegt. Vertrocknetes Zeug liegt da. Aber steht auch ein ausgebranntes Grablicht daneben. Ich rechne nach, ob der noch leben könnte heute, der da lebt. Er könnte, das kegelt mich kurz aus der Spur. Ich sehe über die Straße auf die grauen Häuser. Ich sehe Fenster mit versifften Gardinen und Meißenkrügeln davor und stelle mir vor, hinter einem dieser Fenster ist der aus dem Grab. Regenvorhang aus unterschiedlich hellen und dunklen Streifen dahin.
dann regnet es. Dann hört es auf. Am Bach kommt mir ein Junge entgegen, der einen mit einer Plastikplane bedeckten Zinkeimer trägt. Er hält den Henkel an seinen Bauch gepresst. Der Eimer baumelt zwischen seinen Knien. Ich vertrete ihm den Weg und reiße ihm den Eimer aus den Händen. Ziehe die Plastikplane weg, füge in einem Schwung ein paar Liter Wasser und 6 oder 7 Frösche in den Bach. Er schreit: Heul nicht, sag ich. Wenn du heulst, töte ich dich. Nicht heute, aber eines Tages kommt der Tag. Und das ist der Tag, an dem wirst du sterben. Du weißt es noch nicht, aber dann denk an mich und was ich dir gesagt habe heute. Die Wiese ist der Grund. Diese Wiese und das Gras und der Bach sind der Grund vom Eimer. Die Bäume sind der Rand, der Himmel ist die blaue Plastikplane. Und da kommst du niemals raus. Niemals kommst du aus dem Eimer raus. Und nie wird einer kommen und dir helfen. Und du wirst sterben wie die Frösche. Wie die Frösche stirbst du. Frag deine Eltern. Und töte nie ein Tier. Als ich mich nach einer umsehe, ist der Junge verschwunden. Der Eimer liegt im Bach. Ein Greifvogel schaukelt von den Wolken hinab. Töte nie ein Tier, sag ich zu mir selbst. Töte nie ein Tier. Insbesondere keine Ameisen. Und während ich nachdenke und hochschaue in die Unendlichkeit,
Nachthimmel mich davon überzeugt, dass es doch überabzählbar viele sind. Und zwar, weil alles andere nicht zum Aushalten wäre. Und deshalb sind es überabzählbar, unendlich viele Sterne über mir. Thank you.
geh uns in Ruhe. Ich sehe auf sie hinab. Der Russe bewegt sich einmal, sonst liegen sie lautlos da. Ich stehe über ihren Köpfen, höre ihren Atem und atme wie sie. Zuerst beuge ich mich zum Russen hinunter. Dann hocke ich mich vor den Block. Meine Knie berühren fast seinen Kopf. So bleibe ich lange und sehe ihn an. Sein Gesicht ist flach, bleich und friedlich und säuglingshaft. Fast wie ein Mädchen sieht er aus. Ich mache magische Bewegungen. Ich halte meine Hände über seine Stirn, über die Schläfen, über die geschlossenen Augen und den langen Wimpern. Ich spüre seine Körperwärme in meinen Handflächen. Er spürt es nicht. Lautlos, geborgen und im Schutz meiner Hände und der schirmenden Nacht liegt er da. Ich denke darüber nach. Habe mein ganzes Leben darüber nachgedacht, wie ich mich umbringen würde, wenn ich mich umbringen würde. Ich würde Tabletten schlucken und mich dann auf den Rand eines Hochhauses setzen, damit ich runterfalle, wenn ich müde bin. Das wollte ich schon mit 5. Ich meine, ich wusste, dass ich so sterben will. Fallen. Und da stehe ich dann. Ich sehe durch die glasklare Luft in das Tal hinab, das so transparent scheint, wie die Luft darüber. Als habe man Durchsicht auf etwas darunter, und darunter ist nichts. Und wie ich hinunterschaue, habe ich das Gefühl, dass ich das alles kenne. Dass ich das alles schon einmal gesehen habe. Die Spielzeugbäume und Autos. Ich weiß nicht mehr wo, aber ich weiß, dass ich das alles schon einmal erlebt habe. Dass ich genau wie hier schon einmal genauso gestanden und den gleichen Gedanken gehabt habe. Nämlich den Gedanken, diesen Gedanken schon einmal gehabt zu haben. Und dass ich genau diesen Gedanken jetzt wieder habe. Und in diesem Moment ist plötzlich klar, dass das keine Erinnerung an diesen Gedanken ist und auch keine Erinnerung an eine frühere Erinnerung und auch kein Déjà-vu, sondern dass das einfach das ist, was geschieht. Dass das mein Leben ist. Der Abgrund zerrt an mir, aber ich bin stärker. Ich bin nicht verrückt. Ich bin dieselbe. Ich warte eine Stunde. Nichts passiert. Die Sonne scheint. Heute, morgen, übermorgen, ihr ganzes Leben. Geht man durch die Tür, dann geht man in die Alltagswelt. Mit ihren Gewohnheiten, mit ihrem Schmutz. Steigt man aus dem Fenster, gelangt man in einen Raum wie in seinem eigenen Inneren. Ich nehme die P8. Ich ziele auf die Sonne. Ich ziele auf die Federwolken und Schäfchenwolken. Auf die Vögel. Ich fahre die unklaren Konturen der Berge entlang. Ich ziele auf die blauen Muscheln. Ich fahre den lichtgrauen Strich unterm Horizont ab, auf dem Spielzeugautos seitwärts kriechen und ohne Angst im Dunst verschwinden. Ich schaue in den Abgrund, genau über meine Stiefelspitzen hinweg. Ich halte die Waffe genau senkrecht
und sehe mit offenem Mund der Kugel hinterher. Sehe sie steigen, sehe sie immer kleiner und fast unsichtbar werden, im tiefdunklen blauen Himmel, bis sie sich aus dem Verschwundensein wieder materialisiert und zu fallen beginnt. Millimeter genau zurück in den Lauf der Waffen.